Kapitel 9 Am Ende der Spur. Die Fährte führte zum Maschendrahtzaun am Ende des Gartengeländes, vorbei an Baumsetzlingen und abgeernteten Gemüsebeeten. Die Stängel der Rosensträucher, die den Pfad säumten, wirkten schwarz. Auf dem dünnen Neuschneeteppich waren die dicken Eindrücke besonders deutlich zu erkennen, und es gab keinen Zweifel. Da waren zwei Eindringlinge mit umwickelten Füßen gestampft. Frischere Schuhspuren waren auch zu sehen. Die stammten vermutlich von Herrn Fleckhorst und Hauptwachtmeister Löffle. Sie endeten am Zaun und zeigten dann nach rückwärts. Der Polizist war der Spur also jenseits des Zaunes nicht weiter gefolgt. Roland zeigte auf die Stelle, wo der Maschendraht verbogen war. »Hier sind sie rübergeklettert. Los, wir folgen der Fährte.« Er war gespannt wie ein Flitzebogen. »Wohin könnten die Knilche wohl gelatscht sein?« Katrin bibberte. »Mir ist kalt. Spielt ihr mal allein, James Bond. Ich geh zu meiner Oma ins Haus.« Und schon lief sie davon. »Kalt? Solch ein Wort kennt ein Detektiv gar nicht«, rief Peter ihr nach. Das war natürlich gelogen, denn trotz der Mütze schmerzten seine Ohren wie verrückt. Roland begann zu klettern. Dann machte es »Ritsch!« »Oh, scheiße«, kreischte Roland. »Der Anorak ist ganz neu. Meine Mutter beißt mir die Nase ab.« Traurig starrte er auf den Riss im Ärmel, dann kletterte er weiter. Auf der anderen Seite des Zaunes ließen sich die Jungen einfach in den Schnee plumpsen. Deutlich sahen sie, dass die Spuren der Schneemänner quer über eine Wiese führten. An den Wischern hinter den Fußeindrücken war zu erkennen, dass die Grünkohlzertrampler auf diesen Weg gekommen waren und sich auch wieder verdrückt hatten. Rutschspuren. Zwei hin, zwei her. »Jetzt bin ich mal verdammt neugierig, wohin die Spuren führen«, sagte Roland und wollte schon losspurten. Aber Peter hatte etwas entdeckt. »Stopp mal!« Er zupfte einen blauen Plastikfetzen aus einer Zaunmasche. »Vielleicht hat hier ja ein Schneemann seine Schuhumwickler verloren. Ich würde mal sagen, hier haben wir ein richtiges Beweisstück.« Er betrachtete prüfend das Stück Plastikfolie. Es war etwa so groß wie ein Handteller. »Da ist ein Buchstabe drauf, siehst du?« Er zeigte auf ein verschnörkeltes A und runzelte nachdenklich die Stirn. »Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Ich frage mich, wo ich so einen Buchstaben schon mal gesehen haben könnte.« Er klopfte sich gegen die Stirn, es fiel ihm aber trotzdem nicht ein. Den Plastikfetzen stopfte er in die Tasche. »Ich kann einfach nicht begreifen, dass der Löffle das Beweisstück nicht entdeckt hat.« Roland schüttelte den Kopf. »Und so einer nennt sich Polizist.« »Das darfst du nicht so eng sehen«, meinte Peter. »Die Normalbullen erhalten ja keine kriminalistische Ausbildung. Normalerweise haben die mehr mit Falschparken und Radau-Brüdern zu tun. Das Kombinieren und Recherchieren ist unser Job.« »Hopp, weiter!« Das Kreischen einer Motorsäge tönte durch die kalte Luft. Fleckhorsts Weihnachtsbäume wurden gefällt. Das Schneegefissel hatte aufgehört und nun klebte die Sonne wie eine Orange am milchigen Himmel. Es war, als ob sie all die Kälte ausstrahlte. Bald hatten Roland und Peter den Hügelkamm erreicht. Ihr Atem wölkte so heftig, als rauchten sie Zigaretten. Krähen flatterten knatternd von einer Ackerfläche auf. Es ging nun abwärts, die Spuren wurden immer undeutlicher. Offenbar waren die Schneemänner hier mehr geschlittert als gelaufen. Peter stürmte in langen Sprüngen die Wiese hinunter. »Mir nach!« Aber dann geriet er auf dem glitschigen Untergrund ins Straucheln, hampelte wie ein Clown herum, vollführte eine nicht gerade elegante Pirouette, knallte auf den Hintern und rutschte noch ein paar Meter weiter durch die Landschaft. Roland hatte seinen Spaß. »Klasse! Bremst du immer so?« »Ja«, fauchte Peter. »Die Hosenbodenbremse ist meine Spezialmethode. Solltest du eigentlich wissen.« Roland grinste schadenfroh. »Hatte ich ganz vergessen.« Ginsterbüsche begrenzten die Wiese. Die Jungen zwängten sich hindurch und erreichten einen schmalen Feldweg. Undeutliche Schuhabdrücke vom Schnee überstäubt waren zu erkennen. Offenbar hatten die Schneemänner hier die Hüllen von den Beinen gestreift. Ende der Spur. Hier hatten sie ihr Auto geparkt. Roland ging in die Knie und schaute sich das Muster der Reifenprofile genau an. Wie blöd, dass wir keine Fotokamera dabei haben. Wenn wir das Reifenmuster fotografieren würden, dann könnte das ein wichtiges Beweismittel abgeben. Und dann, Peter unterbrach den Freund, vergiss es, die Abdrücke sind viel zu undeutlich.
Aber es sind ziemlich breite Winterreifen. Das muss schon eine ziemlich große Karre gewesen sein. Land Rover oder so. Roland nickte bestätigend. Oder ein Transporter oder so ein Kleinlaster. Auf keinen Fall ein normaler PKW. Das ist ja schon am Radstand zu erkennen. Hier und hier und hier und hier. Roland deutete auf die Stellen, an denen sich die Räder des abgestellten Wagens in den Boden gedrückt hatten. Wenn Opa Fleckhorst und seine Leute schon im Morgengrauen auf waren, dann müssen die beiden Heinis schon am Dunkeln zugeschlagen haben. Sie konnten ja Taschenlampen benutzen. Aber dann hätte man das Gefunzel vor dem Haus auch sehen müssen. Mann, denk doch mal nach. Roland schlug die Hände zusammen, weil ihm trotz der dicken Handschuhe die Fingerspitzen vor Kälte wehtaten. Da haben die Fleckhorsts doch noch nachgeschnarcht. Unwahrscheinlich, dass da zufällig einer aus dem Fenster schaut. Außerdem ist das Grünkohlfeld reichlich weit weg vom Bauernhaus und die Treibhäuser liegen auch noch dazwischen. Ich schätze, das siehst du richtig, gab Peter zu. Die Grünkohlvernichter brauchten keine Angst zu haben, dass man sie entdeckte. Ich frage mich bloß, ob sie zuerst hier herumwüteten oder beim Ziegenhof. Wieso, ist das denn wichtig? Zeitabläufe sind bei Ermittlungen immer wichtig, belehrte ihn Peter mit wichtiger Miene. Angefangen hat's mit dem Schneemann am Waldrand, den deine Schwester beobachtet hatte. Ich glaube, der hat gestern Abend erstmal die Gegend bei den Brockmeyers ausbaldowert. Falsch, widersprach Roland. Angefangen hat es schon vorher, mit der toten Maus in Lucias Apfelsinenkiste nämlich. Aber zu der ist natürlich kein weiß verkleideter Unbekannter in den Laden eingedrungen. Es muss ein ganz normaler Kunde gewesen sein. Aber wer? Ratlos sah er Peter an. Ich fürchte, wir haben das Motiv immer noch nicht richtig erkannt. Peter suchte sorgfältig die Gegend um die Autospuren ab. Es könnte ja sein, dass die Typen etwas verloren haben. Einen Knopf oder Zigarettenkippen oder sowas. Roland winkte ab. Ich glaube nicht, dass wir noch was finden. Vielleicht hilft uns ja die Plastikfolie mit dem komischen A weiter. Tatsächlich konnte Peter nichts weiter entdecken. Die beiden waren ziemlich ratlos. Finden die beiden Detektive das Motiv heraus? Wie es weitergeht, hört ihr morgen.